wenn gleich ein T-Rex auftaucht, dann gehe ich in Ekstase auf. Kümmer dich lieber mit Batterie. Hast du schon gestartet? Ja, ich habe schon gestartet. Achso, Gott sei Dank. Ich wollte ja die Leute noch Herzlich willkommen. Genau, herzlich willkommen zu Jurassic Park Let's Play Umgekehrt Part 6. Du hast noch gar nicht erwähnt, dass wir jetzt neu heißen. Das jetzt, erste Mal, dass wir unter die harte Regina. Kümmer du dich endlich um die Batterien. Was ist, wenn der T-Rex gleich kommt? Ja, dann hören wir es. RB drücken. Nochmal RB drücken. Ah, die Spannung ist unerträglich, ich weiß. Wo ist eigentlich der andere Typ hin? Ist er tot? Also wahrscheinlich, aber wer hat ihn getötet? Ein Dino? Ich weiß. Das meinte ich nicht. Ich meinte, welcher Dino? T-Rex, ein Velociraptor, diese anderen Viecher, die wir eben hatten. Das ist immer die letzte. Das ist immer die letzte. Natürlich. Immer die letzte, die man probiert, oder? Ja, es ist auch egal, welche du am Anfang probiert hättest, es wäre trotzdem die letzte gewesen. Das hasse ich ja an solchen Spielen. Wenn ich weiß, welches ist, warum kann ich sie dann nicht nehmen? Weil es die letzte sein muss. Damit das dann passiert. Hast du das gesehen, Oscar? Das gefällt mir überhaupt nicht. Mach schneller! Also jetzt man muss nochmal auf RB drücken. Und es halten. B, 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 Button mashen. Versuch's jetzt! Oh, warte mal, was bei jedem machen soll? Nein. Das Geräusch. Was? Aber da war doch dieses Geräusch. Wir müssen hier weg! Und zwar jetzt! Ich weiß, ich arbeite dran! Okay, wir müssen noch eine andere nehmen. Meine Nerven. Aber bei der Batterie kam doch das Geräusch! Das verstehe ich nicht. Okay, jetzt kommt scheinbar immer das Geräusch. Ey, dieser Scheiß. Was macht er denn da mit der Hand? Hallo, ich bin Bruce! Hallo, Bruce! Jetzt flieg! Und los geht's! Jetzt muss ich bestimmt fliegen. Da, in die Mitte, in die Mitte, in die Mitte! Beine in die Mitte! Ja! Hau ihn! Die Nase! Ich versuch's ja! Ich versuch's! Wollt ihr nur spielen? Ja! Na Mensch. Jetzt kommen die Flugsaurier und bashen uns voll weg. Aber die sind doch beim ersten gar nicht. Wer sagt denn, dass das nur der erste Film ist? Mit deiner gefickten Ebene kriegst du auch Handzellen auf. Wieso? Wer ist noch übrig? Dr. Sorkin und ihr Assistent! Danach machen wir den Abflug. Was ist mit Decaf? Decaf ist tot. Ich finde ihre Tattoos gut. Warum erzählst du ihr nicht, was deine Tätowierungen bedeuten? Was bedeuten sie denn? Die Grabsteine sehen sie heute gerne. Was? Die Sedden stehen für Leute. Was? Was ist nur passiert? Wo willst du Decaf verbringen? Ist ja kaum noch Platz. Sag das nochmal. Warum wurde das gerade so leise? Hey, kommt schon. Es war ein langer Tag. Hey, man schlägt keine Frauen, ja, hier. Ich habe keine Ahnung. Ich dachte Gleichberechtigung. Naja, ich bin selbst. Dann schlägt man auch keine Männer. Okay. Damit kann ich leben. Ich auch. Jetzt habe ich den Anfang vom Satz mitbekommen. Ach, scheiß auch drauf. Irgendwas. So egal, was denn ist. Wenn er unangebrachte Bemerkungen über Oscars Tätowierung gemacht hat, bekommt seine Mahlzeit jetzt durch einen Strohhalm, der ihm im Hals. Lass dich nicht täuschen. Du bist hier umgeben von Killern. Hier ist es nicht sicherer als im Dschungel. Umgeben von Killern? Das klingt nett. Okay, jetzt reicht's. Er hat sich von alleine wieder. Ah, ich hasse dieses Ding! Zen. Dieses Ding! Das ist normal. Ich verstehe es nicht. Ich mach die verdammte Musik noch leiser. Scheiß auf die Musik. So.
Also. Du bist umgeben von Killern! Beweise dafür, dass diese Kerle irre sind, das ist ihr Leben. Sie verletzen andere und reißen dann Witze darüber. Hey, ich mache nie Witze über meinen Job. Außerdem ist Oscar der Lustige von uns beiden. Pass gut auf! So benehmen sich Männer, wenn ihnen der Mut fehlt, sich selbst ins Gesicht zu sauen. Ich schau mir gerne ins Gesicht. Daraus fliegt er die ganze Zeit freihändig. Kannst du mir das mal erklären? Autopilot? Optimus. Das reicht jetzt! Oh, Junge! Was willst du denn machen, mich töten? Das hast du ja eh schon mal gemacht. Du bist verrückt! Sie getötet? Sie sieht leer lebendig aus, dafür, dass sie tot ist. Ja. Wurde auch verstanden. Sie hatte einen Horcrux wie Voldemort. Ja! Mein Gott! Und es ist ein Dino. Oh mein Gott! Ich verstehe nicht, warum der Ton so laut ist. Das belastet mich. Ich habe den eben leise gedreht. Jetzt ist der wieder genauso laut. Du hast nur die Musik leise gedreht. Ja, aber das macht ja Sinn. Oder dass die Sprache dann lauter ist im Vergleich zur Musik, oder nicht? Vielleicht hättest du den Ton auch weiter. Gott sei Dank sind Sie in Sicherheit. Ich habe mir große Sorgen gemacht, nachdem der Kontakt abgebrochen ist. Wir hatten einen ereignisreichen Tag, Dr. Sorkin. Jede Wette. Im ganzen Park sind Systeme ausgefallen. Saurier laufen frei herum. Wirklich ein Spaß für die ganze Familie. Hört auf zu quatschen und steigt ein und fliegt weg. Wir sind hier draußen geografisch. Bestimmt ist der andere verletzt und ihr müsst jetzt mal reingehen und mir retten. Hier gibt es nur Pflanzenfresser. Was geht hier vor sich? Es gab ein paar Komplikationen. Wer sind Sie? Ihr persönliches Wir sind die Band. Zu Ihren Diensten, Ma'am. Stell das zur Auswahl. Also um das gleich klarzustellen. Ich gehe nirgendwo hin. Dieser Teil der Insel ist ziemlich abgelegen und sehr weit von den Raubsauriern entfernt. Ich bin hier sicher und muss nicht gerettet werden. Na, dann bleib da. Ich fahre. Aber da Sie schon mal hier sind, könnten Sie damit anfangen, die Stapel an Ingen-Papierkram einzuladen, die hier so viel Platz wegnehmen. Die hätten das Zeug schon vor Monaten abholen sollen. Yeah. Dafür ist das Rettungsteam da. Sie steigen jetzt entweder friedlich in den Hubschrauber oder ich schlag Sie persönlich K.O. Fessel sie und werf sie rein. Wenn das so sympathisch. Dann werde ich ihren Arsch durch so viele Gerichte schleifen, dass sie die nächsten Jahre Gesetzestexte lesen werden. Hm, okay. Kann ich mitleben. Ja. Wissen Sie was? Wenn uns das schneller von dieser Insel bringt, helfen wir Ihnen mit den Kisten. Wo sind Sie? Da drüben, am Lager. Sie kommt aber auch nicht mit, wenn die Papiersachen mitgenommen werden. Du hast die Dame gehört? Mhm. Hey, kann ich helfen? Tja, weiß nicht, ob du wirklich eine große Hilfe wärst. Ich will doch nur beim Tragen helfen und nicht irgendwelche Flüchtlinge einfangen. Bitte. Na gut. Bist du immer so eine Nervensäge? Nicht immer. Manchmal doch. Bin ich auch total zickig. Immer. Ist schwer vorstellbar. Ach ja? Warten Sie mal ab, was passiert, wenn es nicht bald was zu essen gibt. Ich könnte dir ja ein paar Dino-Burger besorgen. Ernsthaft? Beim nächsten Saurier, der mich fressen will, drehe ich den Spieß einfach um. Die beiden verstehen sich. Hm. Das wird noch eine Romanze, ich sag's dir. Total. Altersunterschied, egal. In einer Welt ohne Menschen, da nimmt man jeden. Ist das dein Ernst? Stimmt. Was? Ich mache eine Pause. Gute Idee. Bloß nicht überanstrengen. Also. Have a break. Warum hast du gesagt, warum wir von der Insel verschwinden müssen? Vertrau mir, wenn wir die verärgern, macht sie uns. Abends halb 10 im Urwald. Und was machen wir dann? Wir setzen unseren Charme ein. Ich habe Informationen über diese Frau, über ihre Vergangenheit, was so in ihr vorgeht. Wenn ich nur das Richtige. Sie will sterben, das ist doch offensichtlich, oder? Dass es ihre eigene Idee war, die Insel zu verlassen. Hey, kann ich eine Schnorr? Hält er sich für toll. Was? Okay. Sie ist ein böses Mädchen. Sie will auch ein Tattoo. Hardcore. Total. Wer hat Lust, die Kisten zum Hubschrauber zu schleppen? Ich auch nicht. Gut. Boah, riecht wie ein Fass voll nassem Hundehaar. Dann. Aber echt, keine Ahnung, warum die Saurier das Zeug fressen. Die fressen das? Das klingt nicht gut, wenn die da Essen aufbewahren. Ich heb die Dinger nicht hoch. Die wiegen doch bestimmt Tonnen. Ich dachte, wir sollten hier nur Aktenkartons herumtragen. Ja. Naja. Okay. Was jetzt?
Hey Oscar, gab's in der Einsatzbesprechung irgendwelche schmutzigen Details über Sorkin? Ich brauche ein paar Infos, bevor ich den guten alten Yoda-Charme einsetze. Hat in den 70ern viel demonstriert. So ein Tierschutzkram halt. Mit Ingen in Beziehung stehende Infos sind unter Verschluss. Sollen davon ausgehen, dass sie uns schrecklich nerven wird. Das stand da? Zwischen den Zeilen. Ist das alles? Keine Ahnung. Was ist das alles? Lass Oscar in Ruhe. Wieso sagt Jess, lass Oscar in Ruhe? Oder ist das an Jess gerichtet? Okay, wenn du mitkommen willst, aber lass Oscar ein wenig freiraum. Er hat's nicht so mit Kindern. Oder Erwachsenen. Oder Tieren. Eigentlich hat er's mit niemandem. Geh ihm einfach aus dem Weg. Na Mensch, ist schon mal weg. Selbst? Du kannst mit dir selbst reden, das ist mir total sympathisch. Wie zum Teufel sollen wir das alles in den Heli kriegen? Keine Ahnung. Aber mach's lieber, wenn du dich mit ihr gut stellen willst. Ah, okay. Tja, danke. Du warst eine Riesen. Ich würde die Papiere wegwerfen und nur die Kisten reinstellen. Willst du vielleicht auch mal was machen? Oder bist du jetzt in der Gewerkschaft? Also, Sorkin. War mal ein Hippie. Wurde ein paar Mal auf Tierschutzdemos. Das war das gleiche wie eben. Ja, aber warum gibt's immer noch? Das ist die einzige Redeoption, die es noch gibt. Na, mach doch. Also, Sorkin. Ja, okay. Vergiss es. Hab nichts gesagt. Damit wir es nicht vergessen. Du kannst noch das Gebiet wechseln. Mit LT kannst du noch mal zu den anderen gehen. Ja. Wartet hier. Ich red mal mit Sorkin. Was soll ich machen? Du willst helfen? Dann wühl dich mal durch diese Kisten und schau, ob du was Interessantes über Dr. Sorkin findest. Cool. Ja, total. Papiere wälzen ist... Ich weiß gar nicht mehr, wie oft ich versucht habe, ihn zu... Oh, da bin ich gespannt. Der Park sollte ein Reservat sein. Keine Fahrgeschäfte, keine Käfige. Hammond hat sich für die Wunder, die ich erschaffen habe, nie interessiert. Es ging ihm immer ums... Also woher wussten Sie das mit dem Betäubungsmittel? Bedauerlicherweise ist es nicht das erste Mal, dass ich damit zu tun habe. Die Tox... Ich unterbreche nur ungern, nein. Du hättest zuhören sollen. Ich wollte wissen, was Sie noch sagen. Entschuldigung. Jemand muss sich während dieses Chaos um die Saurier kümmern. Tut mir leid, Dr. Sorkin, aber InGen will alle Überlebenden so schnell wie möglich auf dem Festland haben. Ohne Ausnahme. Warum so eilig? Kommen Sie, Ma'am. Ich krieg gewaltig Ärger, wenn wir Sie nicht zurückbringen. Ich könnte meinen Job verlieren. Nun, Mr. Yoda, das tut mir leid, aber da kann man nichts tun. Ich lasse diese Saurier nicht im Stich, nur damit Sie Ihren Job nicht verlieren. Im Stich? Irgendjemand muss mit dem Aufsichtsrat über den Schutz dieser Dinosaurier reden. Sie glauben doch an den Tierschutz, oder? Würden Sie für Sie nicht Ihren Kopf hinhalten? Hm. Das stimmt natürlich. Aber solange John Hammond hier das Sagen hat, brauchen die Tiere mich. Ich muss sicherstellen, dass sie mit Respekt behandelt werden. Mit Respekt? Hammond ist tot. Hammond? Ja, mach. Hammond hat diese ganze Sache echt gegen die Wand gefahren. Seine Inkompetenz ist nach dieser Katastrophe offensichtlich. Das ist natürlich wahr. Wenn der Aufsichtsrat nur auf meine Vorschläge gehört hätte. Aber so sind sie nur Teil des Papierkrams, den sie gerade verladen. Toll. Was wird sie überzeugen? Kein Argument, dass sie überzeugen könnte, mitzukommen. Wenn, dann war es noch nicht dabei. Was hat das? Also gut. War komisch. Könnte ich mir mal ihre Wunde anschauen? Ja, warum nicht? Ich habe versucht, mit ihr zu reden, aber es bringt nichts. Nun, sie braucht medizinische Behandlung, wenn sie wieder auf dem Fest bleibt. Bisswunde? Hast du Bisswunde von einem? Wissen Sie, Doc, beim Besucherzentrum habe ich solche Bisswunden bei einem meiner Männer gesehen. Mr. Billy für Sie. Mr. Yoda, würden Sie sich bitte wie abgemacht um die Ingen-Akten kümmern? Poh, ja. Gott, ist die zickig. Never mind. Haben Sie nicht übersetzt. Was hast du rausgefunden? Scheint, als wollte Dr. Sorkin aus der Insel ein Saurierreservat machen und keinen Vergnügungspark. Hat InGen wohl nicht gefallen, hä? Warum auch? Reich wird man damit nicht. Also hat Dr. Sorkin eine Schwäche für den Artenschutz. Zur Hölle. Das Programm hasst uns. Abgelehnte Vorschläge für ein Dino-Reservat. Ja. Das muss man ihr lassen. Sie gibt nicht so schnell auf. Das haben wir doch schon gemacht. Also, ist mir egal. War mal ein Hippie.
Wurde ein paar Mal auf Tierschutzdemos. Das war jetzt nichts Neues, was wir hier erfahren haben. Gar nichts. Das wussten wir doch schon. Hm. Dann nochmal zurück. Ja. Voller Elan. Voller Elan und Power. So wieder aufbauen. Hermann wird einen Kotau vor den wichtigsten Teilhabern machen und an allen Ecken und Enden sparen, Kotau, damit sich ihre Investitionen bezahlt machen. Ich hab keine Ahnung. Aber dieses Wort noch nie gehört. Ja, meine klingt wie Knicks. Irgendwas ist mit dem Ton nicht in Ordnung. Und ihre Mutter? Ist wieder verheiratet. Ist so. Wer ist die Gefangene? Und wie kommt Jess so zurecht? Ich dachte, ich soll sie selber reden lassen. Die reden über die Schulnoten von Jess. Ist mir doch scheißegal, dieses Mädchen mag ich nicht mal. Sie wären die Erste. Naja, ich habe sie noch nie auf der Insel gesehen. Wüsste nicht, dass sie für Ingen arbeitet, aber ich kenne auch nicht jeden hier. Möglich wär's also. Hey Doc, haben Sie da drin eine Apotheke? Wird ein langer Rückflug, wenn wir die Gefangene weder aufputschen noch beruhigen können. Sie wird gerade recht harmlos, sie ist mit Handschellen gesichert. Haben Sie Angst davor, von ihr verprügelt zu werden? Wäre nicht das erste Mal, dass eine Frau ihre Finger nicht von mir lassen kann. Dr. Sorkin. Wie ich schon sagte, ich bleibe hier und kümmere mich um die Tiere. Tut mir leid, aber wir müssen sie hier rausbringen. Warum? Dino-Reservat. Wäre diese Insel nicht besser für so eine Art Saurier-Reservat geeignet? Ist doch ziemlich dämlich, sie so zu behandeln, als ob das hier irgendein Zirkus wäre, oder? Sie haben völlig recht, Mr. Yoda. Huch. Aber das ist alles unwichtig, wenn der Aufsichtsrat... Okay. Ich sollte Ihnen das eigentlich nicht sagen, aber... Soweit ich weiß, wird der Aufsichtsrat eine Sondersitzung halten wegen, Sie wissen schon, einer neuen Leitung. Wenn Sie da wären, könnten Sie die Ereignisse bezeugen, die hier vorgefallen sind. Sie müssten auf Sie hören. Das ist wahr. Ich sag's nicht gern, Mr. Yoda, aber Sie haben vielleicht recht. Na, endlich! David. Ja. Ich fürchte, David wird nicht mit uns kommen. Er sollte sich vom Quarantänegehege fernhalten. Das tut mir sehr leid. Danke sehr. Aber bevor wir gehen, muss ich noch unbedingt etwas im Labor erledigen. Klar. Dr. Harding, vielleicht könnten Sie und Ihre Tochter mir helfen. Ich arbeite an einem Heilmittel für eine der garstigeren genetischen Störungen der Saurier. Das sieht nicht gut aus. Das hört sich auch nicht gut an. Dr. Harding, wir haben es geschafft. Was genau haben wir denn geschafft? Die Lysin-Kontingenz aufgehoben, natürlich. Moment, wie was bitte? Was ist das? Ingen, Henry Wu, hat den Dinosauriern ein Gen hinzugefügt, das sie abhängig von der Versorgung mit einer Aminosäure namens Lysin macht. Ohne ihre wöchentliche Dosis sterben sie. Das können sie den Saurier nicht geben. Wir brauchen die Kontrolle über sie. Wenn nur ein paar von der Insel flüchten. Okay, hören Sie. Ich arbeite jetzt seit Monaten an Verhaltenstests mit den Parasauriern. Wenn ich jetzt aufs Festland reise, werden sie bei meiner Rückkehr alle tot sein. Genau wie meine Forschungsarbeit. Parasaurier? Parasaurolophus, Pflanzenfresser, normalerweise keine Gefahr. Lassen Sie mich Ihnen die Lösung verabreichen und schauen, ob sie funktioniert. Von wie vielen reden wir hier? Warum kommen Sie nicht mit? Sie können den Fortschritt, den wir gemacht haben, begutachten. Können wir dann? Na gut, gehen wir. Die reden so wahnsinnig viel in diesem Spiel. Es ist so anstrengend. Ich habe ja übrigens herausgefunden, Kotau ist der traditionelle Gruß gegenüber dem Kaiser. Und zwar dem chinesischen Kaiser. Okay. Es ist ein dreimaliges Niederwerfen mit je dreimaligen Berühren des Fußbodens mit der Stirn. Sie konnten ihre Rufe deuten? Einige davon. Und ich werde sie nutzen, um sie freizulassen. Freilassen? Ich werde die Lösung nicht einsetzen, solange sie noch da drin sind. Aber woher wissen wir, dass keine bösen Dinos hier sind? Genau, sie könnten die guten Dinos fressen. Vertrau mir einfach. Glaub mir, mein Schatz. Wenn hier Raubsaurier wären, wüssten wir es. Siehst du die da? Sie ist der Wachposten. Während die anderen grasen, hält sie Ausschau. Wenn noch Raubsaurier in der Nähe wären, wäre sie nervös und würde einen Warnruf von sich geben. Aber sie ist ganz ruhig. Jerry, Sie können die gleich geht sie ab. Jess und ich stellen die verschiedenen Parasaurier-Laute ein, die wir darüber dann abspielen. Nach der Vollführung des Kotaus blieb man häufig in kniender und sitzender Körperhaltung. Das ist ein Traum, oder? Wahnsinn. Bleib bei Dr. Sorkin. Im deutschen Sprachraum wird es häufig als Umschreibung für Unterwerfung, Eingliederung in eine Rangordnung bzw. nicht ganz freiwilliges Nachgeben benutzt. Häufig.
Häufig. Habe ich noch nie gehört. Ich auch nicht. Leider weiß ich nicht, wie oft es bei Google gefunden wird. Es sind nur 5 Seiten, also so oft kann es nicht gefunden worden sein. Sauriersprache, Saurier treiben. Was nun? Was nun? Was machen wir also? Wir können die Tiere nicht einfach rausscheuchen. Nein. Wir können sie mit Hilfe ihrer eigenen Laute manipulieren. Cool. Die Lautsprecher im Westen des Geheges können einen Fütterungsruf der Parasaurier abspielen, der die hungrigen Saurier anlockt. Die östlichen Lautsprecher spielen einen Paarungsruf ab, der die amorös eingestellten Saurier anlockt. Was ist mit den großen Lautsprechern in der Mitte des Geheges? Ah, die spielen den Warnruf ab. Die Parasaurier werden sich instinktiv davon wegbewegen. Wir können die Saurier also aus dem Gehege treiben, indem wir die Lautsprecher und ihre Rufe einsetzen. So klingt schon wieder nach so einem dämlichen Spiel. Was für einen Ruf hättest du denn gern? Keine Ahnung, probier einen. Wie mache ich die Lautsprecher an? Das muss dein Dad erledigen, wenn wir soweit sind. Vielleicht solltest du, da ist doch der Ausgang und da das Warnhorn ist, sollten X und A aktiv sein. Dann sind sie am nächsten am Ausgang und laufen zum Ausgang raus. Okay. Wenn dann der Ausgang irgendwann aktiv ist. Theoretisch. RB. Vor allem das Gehege ist riesig. Dieses Mini-Gehege für diese vielen Dinos. Ich verstehe es nicht. Ja, keine Ahnung. Dr. Harding? Ja? Westliche Lautsprecher. War doch Westen, oder? Mach ein. Die westlichen Lautsprecher, bitte. Und dann die östlichen. Ich habe gehört, sie waren in den 70ern sowas wie eine Hippie-Demonstrantin oder so. Von wem weißt du das? Von Yoda. Die 70er waren eine turbulente Zeit. Ich habe für das gekämpft, an das ich glaubte. Und manchmal wird man dafür verhaftet. Sie wurden verhaftet? Alter! Das interessiert mich. Wenn ich einen Film sehen wollte, dann hätte ich einen Film geguckt. Aber ich will selbst keinen in einem Film reden die nicht so viel. Okay, jetzt die westlichen, schnell. RT. Hä, wieso? Was? Wieso hast du das jetzt wieder ausgemacht? Wieso? Was tust du da? Musst du immer über die gleichen? Da ist der Ausgang. Ja? Naja, da müssen die beide an sein. Jetzt musst du die westlichen aktivieren. Aber die können doch gar nicht alles. Na, bitte. Mach die westlichen an. Mach die westlichen einfach. Dr. Harding? Ja? Das waren die westlichen eben, Schatz. Achso, mach die östlichen, Schatz. Sie müssen für mich die Lautsprecher im Osten aktivieren, bitte. Im Osten, okay. Da, Ja, ist ja okay. Da sind nämlich so kleine Symbole daneben gewesen. So ein Herzchen und so ein... Also, was ist mit Ihrem Assistenten passiert? Darüber sollten wir nicht reden. Hör doch mal auf zu reden, du dumme Kuh. Ist nicht wichtig. Oh. Er war ein wunderbarer junger Mann. Und ich bin traurig. Wirklich. Aber ich muss mich hierauf konzentrieren, sonst werden diese Tiere auch sterben. Gefangen hinter den Mauern, die wir gebaut haben. Verstehst du? Nein. Ja gut, jetzt kannst du es eigentlich anmachen. Dr. Harding? Ja? Aktivieren Sie den Warnruf. Die rennen ja wahnsinnig schnell weg, wenn ein Warnruf kommt. Vor allen Dingen der Ausschau hält, rennt nicht weg. Ziemlich gut darin. Vielleicht wird aus dir nochmal eine Verhaltensforscherin. Total. Das kann schon sein. Gedanken nach Freiheit gehegt. Diese Wortwitze sind ja grauenvoll. Was ist denn mit Ihrem Fuß? Ein gebrochener Zeh. Schauen Sie ihn sich ruhig an. Ich muss noch schnell etwas erledigen, dann können wir los. Das will sehen.
Die Saurier brauchen diese Lösung, damit sie eine faire Überlebenschance haben. Ich weiß nicht so recht. Jerry, das hier ist mein Lebenswerk. Das sind praktisch meine Kinder. Ich lasse sie hier nicht verrecken, nur weil ein Bürokrat fürchtet, die Kontrolle zu verlieren. Sie haben ein Recht auf ein eigenes Leben. Jess. Es ist eine Frage von Sekunden. Laura, was ist das? Ingen, Henry Wu, hat den Dinosauriern ein Gen hinzugefügt, das sie abhängig von der Versorgung mit einer Aminosäure namens Lysin macht. Hä? Ohne ihre Wöchentlichkeit, ich hab das mal erklärt. Nee, das hat sie vorhin auch schon gesagt. Ach echt? Ja, ich hab nicht zugehört. Aber ich soll zuhören. Hab ich das gesagt? Mir egal, ob du zuhörst. Labor hergestellt haben, wird diesen Zustand aufheben und die Tiere werden ganz. Ah, dieser Stuhl ist unbequem. Wir müssen sie nur in den Hauptwasservorrat. Ah, ich krieg in dem Stuhl gerade auch Rückenschmerzen. Trägst eine große Verantwortung. Das ist mein Luxusstuhl, ich bitte dich. Pass auf. Ich muss hier auf diesem hässlichen Stuhl sitzen. Ich muss spielen. Das ist keine Bürde. Wobei bei dem Spiel, ist es eine Bürde, okay. Danach habe ich fast dem chinesischen Essen abgeschworen. Ja, klar. Witzig. Als ob du jemals Nein zu einer Frühlingsrolle gesagt hättest. Ich sagte fast. Außerdem war das Mädel scharf. Weißt du noch? Die Blondine. Roter Schal. Wie hieß die doch gleich? Ich führe nicht Buch. Komm schon, an die erinnerst du dich. Sie war die mit dem, warte mal, hörst du das? Oh, nö. Die lässt sie da zurück. Und hopp. Ich muss doch gleich irgendwas drücken. Klar musst du was drücken. Oscar! Du musst Oscar retten. Du musst erstmal sie K.O. schlagen. Landen Sie den Heli! Bringen Sie ihn runter! Sofort! Nein! Tun Sie's! Ich knall sie sonst ohne zu zögern ab, Billy! Aber wäre die zweite Option auch. Oscar, komm hierher. Jetzt kommt wilde Action. Komm schon, Alter! Genauso! Und nochmal! Was? Ich hab's gedrückt! Unsinn! Komm schon! Noch einmal! Ja, die spinnt doch, die Alte, echt. Guck mal, er klebt da dran. Elimette! Gib mir Mühe! Elimette! Ah, egal. Das bewegt sich halt fies. Tante, dass sie schon so gut wie tot ist. Komm schon, Tante. Benutz einfach deine riesigen Arme. Schaff dich rein. Du bist mein Held. Epsilon, da steht einer. Epsilon, das war X. Schade. Drücken! Ich hasse Button, ich hasse es. Sorry, das ist nein. Das ist immer so ewig. Ich weiß. Beste Idee aller Zeiten. Jetzt fliegt niemand den Heli. Was zum Teufel? Geh hin und flieg den Heli, du Depp. Kein Problem, du schaffst das. Ja, aber sie hat ein Messer. Dreh dich um. Ja. Bring uns runter, sofort! Nee, eben wollte sie noch weiterfliegen. Ja, jetzt fliegt er den Heli nicht mehr. Ach, Messerfight. Wie schnell die Heli beieinander. Abi! Und, Alles klar? Nein. Nicht ist klar. Scheiße. Ist das Wasser bereit? Schlampe. Ach, war doch nur ein Messer, ich bitte dich. Schlampe. Das Frühstück dieser Dinos gehört jetzt auch Lysin. Hervorragend. Jetzt muss ich das Wasser nur in den Hauptvorrat leiten und wir sind fertig. Das war's, Jess. Wir haben's geschafft. Toll. Jess, komm hier hoch. Das musst du dir anschauen. So wurde das Leben dieser Tiere von der Natur vorgesehen. Wow, bei der ganzen Weglauferei hatte ich bisher noch gar keine Zeit, sie so richtig wahrzunehmen. Jetzt ist sie unruhig. Ruhig, Mädchen, ganz ruhig. Was ist denn mit dir los?
Oh nein. War zu erwarten, oder? Ach, naja, das klingt nach Action. Ja. Da ist ein Wachtel. Wenn er sich versteckt, dann wird er wahrscheinlich nicht angegriffen, weil... Ah! Melvin, mach da! Ja, aber soll ich das denn wissen? Ich sehe das immer nicht. Du hast aufgehört, du hast einfach aufgehört. Ich dachte, ich müsste ihn nur einmal drücken. Sehr schön. Sehr schön. Nein. Ich weiß, das Spiel ist total unfair. Wenn du nicht weißt, was du wann genau drücken musst, dann ist es sowieso zu spät. Wow, sehr gut. Hinter ihnen! Ich will nicht sterben. Der ist ja blind. Wieso rennen sie diesem kleinen Vieh hinterher, wenn der andere einen großen Dino gerissen hat? Das verstehe ich nicht. Der bewegt sich mehr. Hallo, lauf weiter, du Depp, die können da rüberklettern. Wieso ist der stehen geblieben, verstehst du das? Wo bist du jetzt? Ich hab's doch gedrückt! Ich hab doch gesagt, nach links. Leider klettern können sie nicht, ne? Nein, das können sie nicht. Der Ton ist schon wieder so laut, das nervt. Sie haben Glück, noch zu leben, Jerry. Ich hab noch nie gesehen, dass jemand einem Raptor davongelaufen ist. Wo kommen die denn her? Die hatten ja noch nicht meine Unterstützung. Sie müssen irgendwie aus dem Quarantänegehege entkommen sein. Raptoren sind hochintelligent. Wenn wir ihnen genug Zeit lassen, werden sie auch hier hochkommen. Ja! Yoda kommt! Hier! Sind für uns! Hey! Das war Episode 2, nehme ich stark an. Na, Gott sei Dank. Da, die Kavallerie. Fertig. War ein Traum. Vor allem die vielen Dialoge. Der warme. Episode 3, der Eindringling. Wolltest du Pause machen? Ja, klar. Aber das Problem ist, die Sequenz kommt ja jetzt noch. Das stimmt. Wir können trotzdem Pause machen. Wie? Naja, dann müssen wir halt noch zum... Ach, okay. Was? Mach einfach Start und bleib. Das ist jetzt Episode 3, wir haben das ja jetzt freigeschaltet. Ich guck vorher, vorsichtshalber nochmal. Ja, wir können die Episode 3 starten, also hören wir jetzt auf. Okay. Dann gucken wir uns die Sequenz beim nächsten Mal an. Wunderschön. Müssen wir den auch nicht normal angucken. Das stimmt. Schon wieder. Besser. Sequenz. Besser. Hm. Ja. Na gut, das war Part 6. Ja, Part 6. Ja. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.